meine Lieben, und schön, dass ihr am Start seid zu 500 Euro, wer uns den besseren Döner liefert, heute wieder dabei. 500 Euro wären Döner? Was für Döner? Hab ich Döner gesagt? Ja. Burger. Wer uns den besseren Burger liefert? Wieso nur 500 Euro? Alti Montana Black? Oder? Ich wusste, dass er was sagt. Ich wusste. Video, halbe Million Klicks, dann macht ihr 500 Euro. Du hast, ja, okay, machen wir 1000. Ne? 1000 Euro, wer uns den besseren Burger liefert. Einmal vegetarisch, einmal für mich normal. Und ich würde sagen, Kandidaten, bitte einmal zu uns. Wir haben hier den guten Niklas und den guten Jan. Ihr seid heiß? Aha. Also wer hat den Laden jetzt vorgeschlagen, das habe ich nicht gepeilt. Jan. Das ist sein Laden, okay. Mit alles klar. Mit Piep-T-Shirt, sympathisch. Geil. Du hast schon gewonnen, Digga. Traum. Geil, okay. Jungs, einmal kurz so kleine Vorstellung. Einfach ein, zwei Worte zu euch, bitte. Also ich bin Niklas, bin 18 Jahre alt und ich bin der festen Überzeugung, dass Holle meinen Burger besser schmecken wird. Mhm. Ich bin Jan, ich bin 23 und ich hoffe heute mit Jones zu gewinnen. Okay, lass rein, ich hab Hunger. Wir gehen rein. Moin, grüß dich, Falco. Schön, dass ihr da seid. Ja, sehr schön, dass wir da sein dürfen. Guten Laden hast du rausgesucht, ja, wirklich, Digga. Es ist ins Bett gegangen. Ja, was hast du dir da aus? Erzähl also, mal eben. Also ich fand den Burger gut. Ja. Also, an den Burger liegt es wohl nicht. Man muss dazu sagen, er hat einen anderen auch erst ausgesucht. Und weil ich da schon war, habe ich gesagt, hast du eventuell einen anderen. Ne? Was wundert's auch noch? Es spielt ja keine Rolle, ob der Laden Samstag dicht macht oder nicht. Wenn der Burger pock-tasty ist. Beste Burger hier. Dann lass nicht lange sammeln, lass uns hinsetzen. Ich habe nämlich mächtigen Kohldampf. Jan, von dir vielleicht schon mal. Was hast du für einen Schlachtplan gemacht jetzt? Was kommt auf uns zu? Den Beyond Meat und für dich ganz normal Fleisch und Käse. Wir schauen mal. Wir werden jetzt direkt, würde ich sagen, in die Zubereitung reingehen. Du hast dir zwei Burger überlegt. Wir knallen jetzt rein. Hast du den veganen schon gegessen überhaupt, den vegetarischen? Ja, ich bin selber Veganer, deswegen habe ich den veganen halt schon. Okay, das heißt, meinen hast du nicht mal probiert, ne? Nee, den habe ich noch nicht probiert. Gewagt, Alter. Okay, dann gehen wir direkt in die Zubereitung. Wie konntet ihr pleite gehen, sag mal ehrlich? Wir hießen vorher Chicago Meatpackers. Wir waren 8 Jahre Chicago Meatpackers. Mhm. Und das lief eigentlich auch ganz gut, haben auch bei Mein Lokal, Dein Lokal mitgemacht. Mhm. Corona hat uns da echt ganz schön einen Schlag im Nacken gegeben. So geht das im Leben manchmal, ne? Ist halt schade, aber irgendwo geht eine Tür auf. Was soll man machen? Man kann es nicht ändern, ne? Stell dir vor, aus seiner Situation, sein Kollege hat noch nicht mal den Burger getestet, den ich esse. Der macht jetzt kleine. Er denkt sich auch, er hat eben 1000 Euro statt 500 Euro gewinnt. Besser geht's nicht, oder nicht? Jetzt musst du schon viel Scheiße bauen. Auf jeden Fall. Wäre natürlich cool, wenn du noch mal ein paar vegane Videos hier machen würdest. Ja, jetzt muss ich ja wegen Marcel. Ich komm gleich. Also kritisches Thema gerade, ihr habt das gehört. Ich werde mal einmal ganz kurz reingrätschen. Ist ja gerade wirklich so, dass viele Geldprobleme haben. Nicht nur bei Restaurants, anderes Thema auch privat, hat man natürlich oft zu kämpfen bei den Zeiten. Viele wissen ja auch gar nicht, wo sie ihr Geld ausgeben. Was haben wir für Kosten? Am Ende des Monats nichts mehr da und du hast keinen Plan, was überhaupt passiert. Und da kommt der Sponsor dieses Videos heute ins Spiel, Finanzguru. Kommt von Höhle des Löwen. Und das Prinzip von dieser App ist einfach, Klarheit in die Finanzen zu schaffen. Das heißt, ihr könnt eure Kreditkarte, eure Kryptobörse, eure Girocard verbinden mit Finanzguru. App könnt ihr natürlich downloaden in der Videobeschreibung. Der Sinn dieser App ist, dass ihr einen Überblick bekommt. Früher hat man ein Haushaltsbuch geführt. Da hat man gesehen, für Essen gebe ich das und das aus. Für Benzin gebe ich das und das aus. Und das macht die App. Die zeigt euch einen klaren Überblick. Wo gibt ihr aus? Was gibt ihr aus? Und gliedert das ganz klar, sodass ihr seht, wie könnt ihr am Ende des Monats einsparen. Zugleich noch, wenn ihr Verträge oder so habt, seht ihr dauerhaft in der App, wie viel Geld ihr noch zur Verfügung habt. Manchmal weiß man ja nicht, am 25. geht nochmal Fitnessstudio ab und. Das berechnet alles und ihr habt jederzeit einen Überblick, was kann ich noch ausgeben, was nicht. Genau, Holle3 ist der Code in der Videobeschreibung für Finanzguru Plus. Seht ihr oben im Reiter, ich blende das nochmal ein, könnt ihr dann upgraden, 3 Monate gratis. Später nochmal mehr zu Finanzguru, jetzt geht's erstmal wieder rein. So,
Mann. Oh, sieht prächtig okay aus, Mann. An den Bacon-Cheeseburger. Oh. Wünsche ich guten Appetit. Danke, Jan, was hast du gemacht, Alter? Deiner ist jetzt auch vegetarisch, oder nicht? Nein, nein, meiner ist noch gleich. Mit gutem Fleisch aus Schleswig-Holstein. Also auf jeden Fall ein dicker Oschi. Die Soße ist ja gut. Der Bacon ist ein bisschen zu crispy fast, aber sonst schmeckt ganz gut. Sieht gut aus, bin ich ehrlich. Ich glaube, der Burger ist hier eher so auf Optik angelehnt. Ne? Ist schon ein guter Burger, aber wird nicht mithalten können. Guten Hunger. Guten Appetit. Ganz mies, hart angerösteter Bacon. Sehr geil. Alles rausgefallen. Also zum Bann erstmal, ist jetzt nicht die Welt, bröckelt ein bisschen, ist aber besser als ich gedacht habe. Wir haben auch einen großen Maul, ne? Mhm. Die schaffen das jetzt auch da, habe ich gehört. Hi. Grüß dich. Dein Sohnemann? Ah, süß. Ah, jung Mama geworden, ne? Danke. Ja, bitteschön. Ne? Ich hoffe, der Papa steht jetzt nicht da hinten und ich krieg gleich aufs Maul. Gibt's denn noch, oder? Marcel, deine Eindrücke. Teil uns gerne mit. Schwer, weil das ist ja mein erster Burger, den ich jetzt esse für dich, um ihn zu bewerten. Ich will nicht zu viel verraten jetzt, aber ich fand, man konnte ihn gut essen. Also es war jetzt kein Burger, wo ich jetzt sagen würde, der hat mir jetzt nicht geschmeckt. Also, um das direkt bei mir jetzt ziemlich stark auf den Punkt zu bringen, bevor wir die Bewertung abgeben, Bun in Ordnung, Fleisch in Ordnung, Belag in Ordnung, alles Durchschnitt. Defizit, Fleisch, ja, war nicht so saftig, hat sich ein bisschen hart, ein bisschen bröselig im Mund angefühlt. Dennoch guter Geschmack, auch das Bun guter Geschmack. Bei dem Burger war es eigentlich wirklich die Textur und die Saftigkeit, die nicht so prickelnd war. Unabhängig davon, was man nicht in die Punktevergabe mit reinfließen lassen darf, ist, dieses Getränk, was wir hier gerade serviert haben, ist sowas von absolut köstlich. Wir haben das hier mit warmem Tee zum Reinschütten. Der schmeckt sowas von geil. Also ich habe viele Cocktails schon getrunken. Holger hat nicht so viele Tees getrunken, aber dafür hat einige Cocks gehabt. Sagt Jappi, der Urgroßvater. Ey, übertreib doch nicht. Du hast dich auch mit Jappi getroffen, das wissen wir alle. Was laberst du? Ich hab nie mit Jappi getroffen. Du hast mit Jappi 69er gemacht. Du hast bei Jappi gepennt und hast den Heiratsantrag gemacht. Nein, das war Jack. Nein, aber Heiratsantrag hast du gemacht. Dein Vater vielleicht. Ich habe halt, wie gesagt, die vegetarische Variante gegessen. Deswegen kann ich natürlich das Fleisch nicht beurteilen. Also ich habe schon deutlich bessere Burger gegessen auch. Aber ich fand, in dem, was er mir geben wollte, hat er es gut gemacht. Also ich fand, es war ein guter Burger. Also kein Special-Special-Burger, aber es war ein leckerer Burger. Und deswegen würde ich ihm 7,5 Punkte von 10 Punkte geben. Okay, stabil. Kurz und knapp, ich gebe 6,2 Punkte. War vernünftig, aber wenn man jetzt alleine, sagen wir, Hamburg-Schnitt, wenn man da Dolls, Ottos anguckt, die sind alle so viel besser. Ist, wie es ist. Wir gehen zum zweiten Spot. Ab geht's in die nächste Runde. Siehst du dich im Rennen noch? Ja, also ist schon ein kleiner Rückschlag, aber ich hoffe natürlich noch. Und eins kann ich noch von meiner Sicht dazu sagen, und ich denke, da wird mir Marcel auch beipflichten, die Inhaberin war wirklich 9,1 von 10. Ich habe da nicht so genau hingeguckt, ich habe mich auf den Wettbewerb konzentriert, deswegen hast du auch nur 6,2 Punkte gegeben. Du kannst doch nicht mal bis da hingucken. Das sind so schlechte Augen. Der sagt dir, der Brillenträger, hä? Ja, aber mit Brille sehe ich top. Ich sehe ohne Brille besser als du ohne. Werden wir einen Contest machen? Gib mir irgendwas, was ich lesen soll, ich lese das. Was steht oben rechts, das erste von der Karte? Eiscreme. Was steht da? Warte. Was steht unter Dessert? Ganz oben der schwarze Text, ganz unten rechts der schwarze Text. Wir freuen uns auch. Führ du den Satz weiter, wenn du so toll bist. Wir freuen uns auch neben unseren kulinarischen Desserts. Klassischen. Ja, wir haben schon beide Scheiße. Wir sind beide. Unentschieden, okay. So. Du verblüffst mich, Bruder. Niklas, wie fühlst du dich jetzt nach dem Urteil und so? Ich glaube tatsächlich, dass mein Burger wird dir sehr gut schmecken. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob er ganz oben mitspielen wird, aber ich habe auf jeden Fall hohe Erwartungen. Dirty Sanchez heißt der Laden, ne? Dieter Sanchez. Weißt du, was Dirty Sanchez ist? Wir sind bei Laden Nummer 2 vom guten Niklas, ne? Du hast eben schon was gesagt, das eigentlich... Das ist eigentlich ein Cheesesteak-Laden. Ja. Der macht richtig geile, wenn nicht sogar die besten Cheesesteaks in Hamburg. Ah, oh, du... Alter! Der war drin. Nee, ich hab. Guck mal, wie ich zusammengekniffen hab. Oh nee, pass auf wegen den Leuten. Nee, das war so schlecht, Holger. Bin ich ehrlich? Ja, will ich? Hat er geguckt? Also eine Sache noch zu dem Laden jetzt. Wir haben schon gesehen vom Holzkohlegrill. Die Frage ist, ob deiner jetzt auch vom Holzkohlegrill kommt, das weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich nicht, ne? Ja, lass uns reingehen. Ist das Lava-Grill? Nee,
Das ist wirklich Holzkohle, ne? Weil das ist verdächtig, sieht das manchmal aus, täuschend echt. Und es ist dann doch Lava, aber das ist echt Holzkohle. Wie ist dein Name? Michelle. Michelle, schöner Name. So, wir haben schon eben gesehen, Holzkohle. Kannst du uns irgendwas noch sagen zu eurem Laden, zu eurem Konzept? Naja, also ursprünglich ist das eher aus Philadelphia. Burger sind auch sehr gut, aber das Philly Cheesesteak ist eher das, was uns auszeichnet. Und das ist ein amerikanisches Fastfood aus Philadelphia. Ne? Ja. Unser Chef, der war längere Zeit mal dort und hat das Rezept quasi mitgebracht. Und hat dann irgendwann gesagt, mach das hier. Ja. Gab's noch nicht, war einzigartig. Geil. Nee, dann werden wir gleich zwei Burger bestellen. Einen normalen Cheeseburger, einen veganen und einen vegetarischen dann. Und einen vegetarischen. Ja. Also. Genau. Achmed, ich wollte dich noch mal was fragen eben zu den Laden vorher. Und Achmed ist ja Burger-Experte auch, macht sogar einen eigenen Burgerladen jetzt auf übrigens. Ja, genau. Ne? Hat auch ein Video zu, könnt ihr bei ihm gerne mal gucken. Was ist dir aufgefallen beim ersten Burger direkt, den wir eben getestet haben? Das Problem einfach an der ganzen Geschichte war die Machart tatsächlich. Mhm. Ich hab gesehen, wie die das Fleisch zu oft gewendet haben, gerade beim dickeren Patty, der Tod. Das heißt, du brätst das Fleisch so tot, jedes Mal wird es runtergepresst, der ganze Saft tritt aus. Und was bleibt am Ende? Trockenes Stück Fleisch, liebloses Fleisch. Und das hat einfach nicht gebockt. Das muss man einfach dazu sagen. Ganz kurz nochmal ein Spieler zu Finanzguru, Sponsor unserer heutigen Folge. Konkret zu dem Beispiel jetzt, zu der Bezahlung mit dem Kartenvorgang und Restaurant. Ihr könnt jetzt auf dieses Beispiel bezogen halt am Ende des Monats schauen, wie oft war ich eigentlich im Restaurant und wie viel habe ich bezahlt. Ihr kriegt natürlich dadurch einen super Überblick, habt zugleich noch wie vorhin die Funktion, die ich erwähnt habe, dass ihr immer seht, wie viel Geld habe ich eigentlich noch zur Verfügung, steht vom Restaurant, kann ich meine Frau einladen oder nicht, geht das noch? Habt da einen perfekten Überblick, seht auch ganz konkret, wie euer Vermögen hoffentlich in Zukunft wächst. Probiert es aus mit der App in der Videobeschreibung, Holle3 ist der Code, da kriegt ihr 3 Monate das Ganze gratis und mit Zusatzfunktionen natürlich noch Finanzguru Plus. Und genau, viel Spaß weiter im Video. Yeah. Let's go. We just gotta go hard. I go the hardest. I bring the pain. Not what you used to. It's all part of the game. Yeah, I just gotta go hard. So, sehr gut. Das Brötchen bin ich nicht so begeistert von. Kann aber nicht genau sagen, warum. Mir vielleicht ein bisschen zu angebrannt. Das Patty, ehrlich gesagt, schmeckt mir ein bisschen zu vegan. Also, wie manche Leute vegan erwarten. Aber generell finde ich ein guter Burger. Ich würde eine 7 geben. When it's all said and done, I still be here standing. Never took a loss and it ain't something that I'm planning. I dare you to say something. My focus is A1. Every dog has his day. It's been mine since day one. This is real grinding. I'm still climbing. While you still trying, I'm still shining. It's real blinding. And I'm getting hotter too. Talking top two, I'm not a two. You let the pressure bother you and I do what I gotta do. Let's go hard. Coming close to me, flow is on atomic. I'm starting fires through poetry. The heart is out, staying loyal, no falling out. And if you step into the court, be ready, we balling out. Yeah, the coldest of teams, they know what we bring. Don't try it. Erster Eindruck, Holger. Geil, also schön geröstet. Das ist so dieses Feeling außen, so ein bisschen Pergamentpapier da drin, flauschig wie eine Wolke. Schöne Röstung auch vom Bun, auch auf dem Grill angeröstet. Geil, der riecht also, schon gut. Ich würde es ein bisschen herauszögern. Vom anderen Burger, von der Optik und alles ist das hier schon was anderes. Ich finde das Brot auch geil. Die Atmosphäre des Ladens ist geil. Aber die Gesamtoptik des Burgers ist schon, schon sehr überzeugend. Aber der Geschmack ist entscheidend. Ja. Und riech mal dran, auch der Geruch schon nach Grill. Richtig heftig. Du weißt, ich habe schon Burger gegessen und normalerweise esse ich nicht so viel. Ja. Aber ich habe so Bock, da jetzt reinzubeißen. Okay, okay, let's go. Komm. Also eins kann ich sagen, auch durch Holzkohle-Feeling, das ist ein ganz anderes Feeling als jeder Burger, den ich bisher gegessen habe. Der hat so einen anderen Charakter als alles andere. Guck mal hier auch, wie schön angeröstet. Guck mal hier, wie schön angeröstet. Ich will auch mal was Professionelles machen. Ich hier, keine Ahnung. Erredet ihr, welcher Käse drauf ist? Ich war sehr überrascht. Ich war einfach Eichelkäse. Nein. Gouda, ne? Junge, bist du gut, ja. Mhm. Ja, grüß dich.
Ich habe eben auch überlegt, ob ich künstlich die Dramatik ein bisschen hochschraube. Das wäre aber nicht das Richtige, das Scheiße zu machen. Ich sage euch, eine Sache stört mich wirklich am Burger. Und das werde ich auch gleich sagen. Was so ein wenig Burger können, die haben so ein Spiel aus in die Fresse und dann zwischendurch geschmeidig. In dem Moment, wo das Salz und die Intensität ein bisschen nachlässt, geben die einem die Chance, ins Fleisch noch mehr reinzuschmecken. Und auch das geht sehr gut. Es bringt Spaß, einfach zu essen, auch nur, wenn man das Fleisch hat, ohne tausend Gewürze, ohne Salz. Hatte deine auch eine ganz leichte Schärfe? Nee, meiner nicht. Okay, meiner hat eine ganz leichte Schärfe, ja. Darauf die Basilikumschorle. Mhm. Stößchen. Einzigartig. Probier einen Schluck, Bruder. Ich finde, es ist gut. Ich mag das. Stark. Im Sommer. Scheiße, jetzt habe ich draus getrunken, Herpes jetzt, Mann. Meine Ex-Freundin Anna hatte Herpes. Wenn wir dann näher gekommen sind, war dann immer angesagt, Liebe machen ohne Küssen. Sagt meine Freundin immer, wenn wir das machen. Hast du gerade meine Ex-Freundin? Aber was ich zu Herpes zu sagen hatte, ich hatte auch noch nie oben, aber ich hatte auch noch mal Herpes. Zum Burger nochmal, ne? Mhm. Einzigartiger Bun, so eine gewisse Pappigkeit hatte der, sage ich jetzt mal, aber im positiven Sinn, irgendwie ganz speziell, vielleicht durchs Grillen, durch den Holzkohlegrill, geilen Biss einfach. Super Fleisch, super Intensität, zum Schluss das Fleisch auch rausgeschmeckt, das Einzige, was ein bisschen gestört hat, war zwischendrin, und das kann ich mir nicht erklären, habe ich noch nie gehabt, obwohl es ein Rinderpatty war, so eine leichte Stalligkeit, als wäre Lamm drin gewesen. Ich schwör's euch, habe ich noch nie gehabt, das hat ein bisschen gestört, nichtsdestotrotz, Bewertung gleich, was sagst du, Marcel? Also meine Bewertung für den Laden Dida Sanchez. Ich fand den Burger von der Machart, vom Optischen schon sehr gelungen. Das war so ein standardmäßiges Brötchen, wo man früher auch in der Schule mit einem Schokokuss bekommen hat. Oder das war doch ein standardmäßiges Brötchen, glaube ich. Irgendwie schon, das war mehr Brötchen. Das habe ich gesucht, diesen Ausdruck. Genau, hat mir sehr gut geschmeckt, war saftig. Also ich hatte kein Trockenheitsgefühl. Die Soßen haben gut harmoniert, war eine leichte Schärfe, war ein einzigartiger Geschmack. Und ich würde dem Burger 8,5 Punkte geben. Hat er nicht übertrieben. Habe ich so in Hamburg auch noch nicht gegessen. War ein einzigartiger Burger. Ich habe, wie gesagt, nichts an dem Burger auszusetzen, außer dieser Stallgeschmack. Für die, die es nicht wissen, was gemeint ist, schmeckt so, wie es im Stall riecht, so ein bisschen wie Lamm. Allerdings war der Rest vom Burger so stark, dass sie ihm trotzdem 8,3 Punkte geben. Das heißt, wir haben einen Gewinner, stark die. Also der Burger hat wirklich Potenzial, noch weiter nach oben. Vielleicht war das heute so eine Ausnahme. Was hättest du ihm gegeben, hätte er nicht den Stallgeschmack gehabt? Da wird es wahrscheinlich so um die 9 rum sein. Ernsthaft, hättest du sogar gegeben? Ich habe mich ein bisschen vorhin geärgert, weil ich wollte endlich mal gut an seiner Seite aussehen, und dann gebe ich 7,5 Punkte, er gibt 6,2. Digga, Clownsnase wieder aufgesetzt. Hier ist für dich der verdiente Gewinn, 1.000 Euro. Oder... Du gehst in die nächste Runde um 2.000 Euro. Nee, um 3.000, denn Onkel Monte ist bei der nächsten Runde auch wieder dabei und packt aus einer Tasche nochmal einen Düsenjäger drauf. Um 3.000 Euro könntest du in die Runde 2 gehen statt 1.000 Euro. Ich sag dir ehrlich, ich fahre jetzt mit meiner Mutter und mit meiner Familie und meiner Freundin in Urlaub. Ich nehme lieber die 1.000. Frag deine Mutter noch, hol deine Mutter und deine Freunde, was sie sagen. Hol die her. Ihr Sohn hat einen Tausender gewonnen. Er könnte aber auch in der nächsten Runde um 3.000 Euro spielen. Er hat jetzt als Argument gebracht, was sehr süß war, dass es bald in Urlaub geht und er gerne ein bisschen die Urlaubskasse aufpäppeln wollen würde. Er hat keine Eier, nennen wir es so. Soll er das Geld nehmen oder soll er in die nächste Runde gehen und eventuell aus 1.000, 3.000 Euro machen? Mama gleicht aus, wenn er verliert. Nee. Der kriegt schon genug. Was wäre denn dein Rat? Und was wäre dein Rat als Freundin auch? Das Geld so zu nehmen. Ehrlich? Wenn er die 1.000 Euro, dann soll er die 1.000 Euro bekommen. 1.000 Euro geht er nicht, mein Lieber. Glückwunsch. Glückwunsch. Danke. Ja, Mann, danke fürs Dabeisein auch. Cool, das war wieder hier. Ich habe das ganz genau gesehen, die Handschellen. Ich habe das ganz genau gesehen gerade. Danke an alle, auch an Mama und Freundin. Ja. Danke an euch, danke an Marcel fürs dabei sein. Ich bin nächstes Mal trotzdem dabei. Ja, gell? Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr dabei sein wollt. Auch mal in einer anderen Stadt? Bisschen Umkreis, ja. Ja, okay. Wir machen uns schön Sauna in Köln. Start ist auch okay. Okay. Ich überrede ihn. Schreibt überall in Deutschland. Ich werde ihn überreden. Bis dann. Tschüss, ciao, ciao.